Holy shit. Nee. Ich weiß, pass auf, es ist nicht nur hart, dass wir wieder am Start sind, sondern, Leute. Sind wir das? Ja. Geil. Das ROH Tag Team Match steht als nächstes an. Und ihr seht richtig, nicht Chris Serio und Claudio Castagnoli. Loki und Claudio Castagnoli. Nachdem Claudio doch geturnt ist gegen Hero und sich Loki angeschlossen hat, beziehungsweise Loki sich Claudio angeschlossen hat, haben die beiden sich jetzt tatsächlich zusammengetan und haben direkt die Chance auf den Tag Team Title. Ist das krass? Das ist mehr als krass. Vor allem stellt halt wieder die Frage, wird sich Hero einfach damit abfinden oder wird sich Hero jetzt einen anderen Kumpel von sich jetzt zur Seite gestellt haben und wird danach, vielleicht nach dem Match, dann versuchen, gegen Claudio und Loki zu fehlen. Ja, oder was ist zum Beispiel, wenn er sich direkt jetzt hier den Homicide geschnappt hat, den ja Loki verlassen hat und die beiden wenigstens zumindest verhindern, dass die den Titel gewinnen? Ja, das dürfte echt interessant werden in dem Match, weil ich glaube eher weniger, dass sich das jetzt hier aufs Tag-Team-Match nur beziehen wird, sondern dass da wirklich Chris Hero sich noch mit einmischt in die ganze Sache. Also bleibt abzuwarten, wie sich die ganze Sache entwickelt, weil ich meine, die Briscoes gegen Loki und Claudio mag ja schön sein, aber ja, es ist halt noch die Variable Hero im Spiel. Ja, deswegen. Also auf der Card, so auf dem Papier liest sich das absolut lecker und ich traue denen auch als ein richtig tolles Match zu. Absolut. Aber man weiß halt nicht, was noch passieren wird. Ich glaube sogar fast, und da geht's auch schon los, ich glaube sogar fast, dass Hero nicht eingreifen wird. Aha. Du meinst dann, dass es also in den Wochensendungen dann weitergeht zwischen den beiden, beziehungsweise zwischen den dreien, sage ich jetzt mal, oder vier? Genau, dass es sich eher auf die Wochenshows verlagert. Vielleicht denkt sich ja auch Hero, mein Gott, das ist jetzt so ein zusammengewürfeltes Team auf die Schnelle, warum sollen sie ausgerechnet die allmächtigen Briscoes besiegen, weißt du? Ja, richtig. Dass er das gar nicht mal mehr nötig hat, sag ich mal. Also ich glaube nicht, dass sich hier eingreifen wird, maximal wird er sich dann, oder vielleicht sehen wir sogar wirklich das, was jetzt, wovon man jetzt nicht ausgeht, Hero, beziehungsweise Loki und Claudio holen sich jetzt den Titel. Das war ja der Oberhammer. Und dann kommt Hero und sagt, was soll denn der Scheiß jetzt? Das wäre jetzt natürlich der Oberhammer, aber ich bezweifle jetzt eher, dass die beiden so erfahren, wie sie jetzt vielleicht schon sind oder sein könnten, dass sie dann trotz allem die Chance haben, gegen so ein eingespieltes Team wie die Briscoes, dass sie da irgendwie die Chance ergreifen können und sich die Gürtel um die Hüfte schnallen können. Also bleibt abzuwarten. Ja, ist richtig. Mein, wie ist es, weißt du, wenn du so gerade mal so mal vielleicht maximal 2 Wochen mit jemandem zusammenarbeitest, ob du dann wirklich gleich so ein erfahrenes Team, das seit einer Dekade ja schon erfolgreiches Team ist, das ist schwierig. Ja, oder die beiden gehen halt einfach in den Ring, gucken, was sie machen können, holen dann halt einfach mal die Titel nach Hause. Ich meine, das gab's auch schon in der Vergangenheit, also man darf sich ganz außer Acht lassen. Das ist richtig, ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zu der Frage, ja, wer sagst du denn, gewinnt denn dann? Ja, Briscoes, logisch. Also du sagst auf jeden Fall die Briscoes. Auf jeden Fall. Okay, na, ich würde natürlich den Briscoes auch den Sieg zutrauen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, und sei es am Ende nur storytechnisch, dass hier Claudio und Loki das Ding holen. Ich meine, alleine wie krass wäre es für Claudio, dann wäre er zweifacher Tag Team Champion, einmal bei EC Dub und einmal bei RH. Das wäre natürlich der Oberhammer, vielleicht wird dann auch vielleicht irgendwann mal die... Ja, Titel Unification grüßen, aber das ist wieder Zukunftsmusik. Ich meine, dafür sind die falschen Leute Champions. Ja, mal abwarten. Und dann fragt man sich natürlich auch, wenn der jetzt hier wirklich den Titel mit Loki holt, was hat das dann für das Team von Hero und Claudio bei ECW zu tun, weil das sind sie ja immer noch Tag Team Champions. Ja, das ist eben die Sache, was sich jetzt dann in den Wochenshows dann wieder zeigt nach dem Pay-Per-View. Ich meine, sollten die es halt wirklich schaffen, den Titel zu holen? Wie geht's dann weiter? Vielleicht reißt sich Hero am Riemen, vielleicht gibt's ein Dreier-Stable, vielleicht Joint Homicide auch noch dazu, wäre halt natürlich auch die Möglichkeit. Hero und Homicide kommen natürlich zum Ring, machen hier so einen großen Max gegen Claudio und Loki. Die Briscoes denken, oh cool, wir lenken uns jetzt die beiden ein bisschen ab, wir haben hier leichtes Spiel, zack, Turn. Dann haben wir das Vierer-Stable und alle vier Tag-Team-Gürtel sind dann im Besitz des, ja, Worldwide, European, keine Ahnung, schlag mich tot, Stable. Oh, die European Heroes quasi. Die European Heroes, genau. European Heroes Incorporated. Ach du Scheiße, ey. Das ist schon wieder so abgefahren, dass ich ja schon Gänsehaut habe, wenn ich drüber nachdenke, was da passieren könnte. Ach Mann.
Heilige Scheiße. Na, ich sag einfach, Claudio holt das Ding. Also Claudio und Loki, die packen das, auch wenn das wirklich sehr, sehr, sehr gewagt ist. Das ist wirklich sehr gewagt, also. Aber ich glaub's fast, dass sie jetzt hier die Briscoes überrennen und dann irgendwie bei ROH Hero kommt und einfach alle umbringen. Ja, dass es ein Scharmützel geben wird nach dem Match oder während des Matches, ist klar. Ich meine, die Voraussetzungen sind natürlich gegeben. Es ist halt wirklich nur die Frage, wie du es dann schon vorhin gesagt hast. Wann wird es passieren? Beziehungsweise wie wird es passieren? Das Einzige, was dieses Match aussagt, ist, wie heftig, glaube ich, wird es danach. Weil ich sag mal, wenn jetzt Claudio und Loki den Titel jetzt nicht holen, dann könnte Christian natürlich auf der anderen Seite auch wieder sagen so, haha, guck mal, das hast du davon, wenn du dich mit so einem kleinen Pimpf zusammentust, hätte ich euch gleich sagen können, dass ihr den Titel nicht holt. Und dann lässt es ein bisschen gemächlicher angehen. Vielleicht verspottet er sich dann auch nur und sagt, mal, was soll ich mich jetzt groß mit euch rumärgern? Claudio, du erreichst ja eh nichts und mit der Wurst da drüben schon gleich gar nicht. Und entweder so oder halt, die gewinnen den Titel und dann rastet halt Hero aus, weil er sagt, das ist eigentlich mein Gürtel, das ist eigentlich mein Team. Und vielleicht ist er dann auch am Ende nur sauer auf Loki, weil sich der zusammen hat, weil er quasi Claudio bezirzt hat und dass er sich mit dem zusammentut oder so. Was? Boah, ich dachte schon, ey. Oi, jetzt sag mal, was ist da los? Alter. Oi, was ist da los? Junge! Oh, wieder kein Three-Count. Oh mein Gott, das geht immer so weiter. Oh, ich warte nur drauf, bis der Three-Count zählt. Alter. Aber es hilft auch keiner, es kommt doch keiner rein. Das gibt's doch wohl nicht. Das gibt's doch gar nicht, jetzt muss doch mal einer reinkommen. Oder einer muss doch mal kaputt gehen. Rope-Break oder irgendwas. Oh, Alter, war das gerade knapp. So viel zum Thema One-Count-Bug und hier, ne? Ja, aber den Two-Count gibt's leider nur bei diesen Rollouts. Ja, ist doch geil! Ist doch geil! Das ist das, was wir brauchen! Ja, das ist das wirklich, was wir brauchen, ey. Ich kann nur beten, dass es bei den 14 Jahren machen. WWE 2K-Sport. Was mit der Markus oder außer macht einen auf den Ultimate Warrior? No Cell vom Feinsten! Alter, das war jetzt wirklich übelst krass. Vor allem, als der Ref dann die Hand nach unten getan hat, dann war ich mir echt sicher, dass das jetzt der Three-Count ist, ja? Ich hab das jetzt schon zweimal gedacht, bei diesem Hin und Her zwischen den beiden, also. Alter. Boah. Wow, und schon wird das nach ein paar Minuten so ultra knapp. Hätte ich nicht erwartet, wirklich. Ey, das wäre jetzt echt der Oberhammer gewesen, wenn es da so einen Einroller gegeben hätte und dann so richtig schön cocky, wie Claudio sich jetzt hier den Titel holt und dann sich wirklich so. So ein großes Ego hat, so, das hätte ich euch gleich sagen können, war doch kein großer Act oder irgendwie sowas Assiges. Ja gut, ich meine, dass Claudio was bringt, beziehungsweise dass Claudio einiges reißen kann, das wissen wir ja jetzt. Naja. Oder in der Vergangenheit gezeigt hat, also da war er teilweise echt als mal von uns als Underdog deklariert und hat dann auf einmal die unglaublichsten Dinge da gewonnen, also. Das ist richtig, ja. Mal gespannt. Glaub, Claudio ist doch immer noch ungeschlagen, ne? Claudio ist noch ungeschlagen, meines Wissens. Ich meine nämlich auch, dass er noch kein Match verloren hat bisher. Möchte mich natürlich aber auch eines Besseren belehren lassen, sagen wir es mal so. Ja, wir haben es jetzt, ist jetzt schon wieder länger her, haben alles aber gar nicht mehr so wirklich im Kopf. Aber ich glaube, Claudio ist ungeschlagen und deswegen halte ich nämlich auch drauf. Ich glaube nicht, dass hier seine Siegesserie heute reißt. Ja, die Siegesserie muss ja auch nicht unbedingt reißen. Ich meine, Claudio muss ja nicht zwangsläufig gepinnt werden. Ich meine, es reicht ja auch, dass Loki hier gepinnt werden kann bei einem Sieg von den Briscoes und er kann Claudio ja immer noch behaupten, ha, hier, mich hat noch niemand geschultert in der WWE, beziehungsweise bei ROH. Guckt da mal, was ihr so anstellen könnt. Ja, das ist richtig. Wobei man aber halt dann auch wieder sagt, ja, weißt du, da könnte ja zum Beispiel, wenn es irgendwann mal ist, weißt du, so der Undertaker verliert bei WrestleMania durch DQ und dann geht's, tja, ich wurde bei WrestleMania noch nie geschultert. Trotzdem wird es 21 stehen. Trotzdem wird der Undertaker niemals bei WrestleMania verlieren. Ja, das ist wieder eine andere Sache. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, ey. Und kann jetzt den Tag machen, Jay Briscoe? Nein, kann er immer noch nicht. Und zwingen Neckbreaker noch hinterher. Jetzt muss aber mal der Tag kommen. Jetzt muss natürlich. Er kommen. Mark Briscoe muss rein, jawohl. Aber weil wir gerade schon wieder gesagt haben hier, ja, da ist ja schon wieder ewig keine Folge gekommen. Meine lieben Freunde, der Olli, der ist so ein Badass. es gibt einen wirklich vernünftigen Grund, warum es lange keine Folge mehr gab. Gibt's denn? Was ist denn passiert? Ja, sagen wir es mal so, ich bin in eine Faust gerannt, inmitten eines Konzerts. ja,
Und da wir wissen, dass die Nase nicht gerade das stabilste Körperteil ist, beziehungsweise nicht den stabilsten Knochenaufbau hat des Menschen, hat sich das Ding halt mal kurzfristig entschieden, zu brechen. Und nach einer etwas längeren Auszeit und mit viel Kram in der Nase haben wir es jetzt endlich mal geschafft, uns auch wieder zusammenzusetzen, virtuell natürlich, um hier mal euch wieder WWE 13 präsentieren zu können. So ist es. Also wenn das kein vernünftiger Grund ist, warum es die letzten Wochen keinen WWE gab, dann weiß ich auch nicht. Röntgenbilder gibt es trotzdem keine. Ich glaube, ich würde nämlich mit einer gebrochenen Nase auch keine Videos mehr für euch machen. Ja, vor allem bei dem schönen Wetter draußen. Ganzen Tag in der Bude rumsitzen ist auch nicht gerade so das Wahre. Naja. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier wieder da, versuchen jetzt natürlich auch wieder ein bisschen öfter das Ganze zu machen. Ich weiß, das sagen wir eigentlich immer, aber... Ja, kommt, irgendwie müssen wir euch ja hinhalten. Kommt ja immer irgendwie was dazwischen, aber jetzt könnte es wirklich funktionieren. Und Den Cover? Nee. Dann schauen wir einfach mal. Genau. Rennt der in die Nase? Unglaublich. Ja. Hättest du mal eine Nase wie Triple H, dann wird der nichts passieren. Kommt noch. Ja, wäre ja der Konzert gewesen. So, die verlassen den Ring. Was hat Mark Briscoe jetzt vor? Ja, Einsatz in vier Wänden. Er räumt mal wieder den Schreibtisch ab. Loki hat aber auch irgendwie keinen Bock zu catchen, ne? Nee. Oder Claudio hat sich einfach nur dazu entschieden, ja komm, ich mach das Ding jetzt einfach mal alleine. Ich meine, der zieht das durch. Perfekt. Hier, Spinebuster, ja. Bam! Und Ende Gelände. Spinebuster, 1, 2, 3. Naja, gut, der steht aber ja auch schon wieder viel zu schnell auf. Single Leg Boston Crab und es ist mal wieder eine Submission. Muss ich aufgeben? Bitte. Ref fängt die Ecke auf die Ecke aufgeht und da ist der Tag. Aber jetzt muss er dann doch mal eingestehen, dass er jetzt dann doch schon ganz schön viel kassiert hat und einmal ein bisschen zur Erholung lässt er jetzt mal Loki rein. Und ich denke, Loki ist ja auch einer, der sich hier mit dem Briscoes auskennt und weiß, wie er gegen sie zu wrestlen hat. Ja, ich meine, Indie-Zirkus zercatcht jeder gegen jeden mindestens einmal in seinem Leben. Ja. Und einmal in 5 Jahren, also... Boah! Da ist es! Loki! Nice, Loki. Loki ist einfach... Was gesagt haben? Der Mann mit den Kicks. Und ich sag's dir, der wird heute entweder da und da sage ich's. Kick, Kick und Kick. Nice. Jetzt noch am besten den Warriors Way, Double Footstomp und tschüss. Ey, so schnell kann's jetzt natürlich auch nicht gehen. Also. Ja, das war ja ein bisschen zu schnell, das ist richtig. Bisschen Action wollen wir auch noch hier haben. Ich meine, nach der tollen Cover-Serie und der Nearfalls-Serie mal ein bisschen Hard-Hitting sehen. Da haben wir's doch. Da haben wir's doch. Oh, schau an, der ist heiß, der Bur. So, da verzieht sich sogar gleich Jay. Ja, weil, Jay. Weil er quasi Angst hat. Wenn du in der eigenen Ecke da solche Dritte kassierst, dann hätte ich auch ein bisschen Respekt davor, würde ich mal sagen. Aber sicher. Und was zeigt uns jetzt hier Jay? Mark Briscoe. Mark oder Jay? Das war Mark. Das war schon fast okay. Diamond Cutter vom obersten Seil, Alter. Ja, Power Slam auch noch hinterher. Na, das kannst du halt mit Loki machen. Ja, aber Loki ist halt auch ein zäher Bursche, der sowas wegsteckt. Alter, Overhead Facebuster, jetzt wird er aber hier schon fast teilweise ganz schön zerlegt. Nochmal jetzt zurück. Da muss mit den Kicks weitermachen. Es ist halt seine Spezialität. Ich meine, niemand kickt so hart im Ring wie Loki. Das ist richtig. Snap Suplex, das gefällt auch Claudio. Oder hat er sich das schon wieder provoziert gefühlt von irgendwelchen USA-Signs? Mit Sicherheit. Ja. Bisschen jetzt hat aber Tag und, ja jeder. Und eine Aktion. Ja, jetzt haben wir natürlich auch wieder Jay im Ring, der natürlich jetzt auch nochmal etwas frischer ist. Interessant wird's jetzt. Ah, Camel Clutch. Oh, da muss Loki jetzt aber schnell ans Seil. Oder powert er sich aus. Hey, Hulk it up. Gar kein Problem. Zack, zack, geht das hier bei Loki. So, jetzt. Ein schöner Lektiti. Lektiti? Auf jeden. Oh, schau dir das an, der Claudio. Claudio Fireman. Rastet völlig aus. Jetzt versucht er noch ein bisschen so die Körperteile schön zu schwächen. Ja, Claudio präsentiert sich in der Mitte vom Ring. Frag mich, was das bringen soll. Reine Aufmerksamkeitsascherei. Und jetzt kommt jetzt der Kick. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hä? Oh! Okay. Sehr geile Aktion, sehr geil aufgepasst von Mark. Schön Briscoe. Aufgepasst.
Fliegt er auf einmal rüber. Claudio gesehen. Okay, und jetzt da draußen Tornado Tag oder was? Nö, Claudio hat keinen Bock. Schön wär's. Oder doch? Ey, jetzt schlagen die hier zu zweit auf Loki ein. Und jetzt machen sie auch noch einen Tag-Team. Ey, was ist denn jetzt los? Jetzt geht's aber ab jetzt hier. Jetzt geht's aber rund hier. Mark, jetzt rasten sie aus da draußen. Jetzt rasten sie aus. Loki ist zurück. Mark ist jetzt im Ring, das ist aber nicht der Offizielle. Claudio, jetzt holt er sie alle rein oder was? Aber wenn er jetzt den natürlich auszählen lässt, gibt das keinen Titelwechsel. Und Neckbreaker draußen auf den harten Hallenboden. Und Loki! Und Loki! Oi, aber damit hebt er natürlich den Count auf, was clever ist. Äußerst clever und schlecht. So geiler Crossbody. Hallo. Nice, komm Loki, rein da jetzt. So, Mark sagt erstmal Tschüss, der rennt Backstage. Claudio geht gleich hinterher. Es ist jetzt niemand am Ring. Jetzt ist der Ideal. Okay, deswegen. Ja, doch, hat sich erledigt. Ich meine, liegt da Claudio. Wo kommt der jetzt her? Ja, aber wirklich. Das schon jetzt wäre die ideale Gelegenheit, dass man da endlich mal jemanden covern kann. Unglaublich geiler Dropkick, ich liebe den. Der Bomber-Dropkick. Also alles oder nichts hier von Loki. Und Loki wieder nach draußen. Das scheint ihm jetzt ganz gut zu gefallen. Die Leute da draußen zu schwächen. Da stehen die Briscoes vor ihm, keiner arbeitet. Absolute Arbeitsverweigerung gerade von Mark Briscoe und Loki. Meine andere war wenigstens gestunt. Und jetzt hat hart gegen den Ringpfosten. Eieiei. Gut von Mark Briscoe. Da klingelt's im Schädel. So, Claudio schnappt sich jetzt Mark, schmeißt ihn auf Jay, der geht weg, der hat keinen Bock auf deinen Bruder. Und wieder gegen den Ringpfosten. Und jetzt halt wird's ganz schön knapp. Wenn jetzt natürlich Loki ausgezählt wird, ist das die Titelverteidigung. Aber das war nichts. Oh, Jay fühlt sich da ziemlich sicher. Ich hätte ihn jetzt eingerollt. Und wieder raus. Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen mit dem epischen Matcherlebnis zusammen. Meinst du? Wie sie jetzt in den vergangenen Matches überall rausgegangen sind. Immer wieder aufs Neue, aus dem Ring, aus dem Ring, aus dem Ring. Na, also eigentlich hat die Match-Einstellung nur damit zu tun, wie schnell man Finisher kriegt. Mhm. Aber mir kommt es irgendwie so vor, wie wenn es länger dauert. Aber na gut. Ja, ja klar dauert es länger, weil es nicht alle zwei Minuten Finisher gibt. Ach, schade. Spotfest, Mann! Deswegen haben wir das ja nur bei Pay-Per-Views an, weil da ja lange Matches okay sind. In den Wochenshows haben wir es ja nicht an. Genau. Das war auch nicht jedes Match streichen. Oh, das ist der Keycrusher, Junge! Das ist der Keycrusher! Jawoll! Jay, nein, Mark, raus, keine Ahnung, wer jetzt gerade drin ist. Das ist Mark! Das ist Mark! Jay ist draußen! Da ist Mark! One! Oh! Junge! Was machst du am Apron, ey? Nein! Alter, Keycrusher gegen Mark Briscoe. Und es hat nichts genützt. Elbow drop. Jay sogar draußen war. Mark? Oder Jay? Also Jay war draußen. Oh. Komm, dann jetzt halt hast du den Mark doch unter Kontrolle. Mach ihn jetzt fertig. Ja. Yeah. Ein Snapback Suplex. Und Camel Clutch versucht schon wieder. Ist da ein Rope in der Nähe oder kommt Jay Briscoe oder muss er aufgeben? Oder er paut sich auf. Paut sich auf. So, jetzt muss aber der Tag. Junge, Tag doch. Oh, jetzt sieht es schlecht aus, oder? Schoss nein, der taggt nicht. Der ist sehr überzeugt von sich, könnte man sagen. Ja, Hochmut kommt bekanntlich vom Fall, aber ich hoffe mal das Beste. Für meine Jungs. Jawohl, jawohl, der Warriors Waker schon! Nein! Tot, tot, tot! Cover den! Oder hol den Claudio rein, stimmt, der war auch lange nicht mehr im Ring. Ja, wieso holt er jetzt Claudio rein? Wieso macht er jetzt nicht das Ganze? Jo! Ah! Okay. Was war das denn? Haut er dem einfach ins Bier rein, dass er glatt auf die Ringabsperrung knallt? Ja, aber totaler No-Sell von Loki, gleich wieder da. Okay. Alter, Claudio macht da jetzt Finish, haut ihm den Uppercut rein und dann ist gut. Big Boot an Hinterkopf, Junge, da kann man doch nicht mehr viel machen. Komm, rein da jetzt. Oder eher ran an den Speck. Oh, der... Oh, verpasst Mark Briscoe Claudio den Uppercut. Ist das frech? Ja, es war aber kein European Uppercut. Also von daher. Nee, deswegen nicht so wild. Das ist noch in Ordnung. Bulldog?
Und jetzt ist die überraschende Finish von Mark. Nein, 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 noch ein Bulldog. Komm schon, Claudio, den kannst du einfach wegschmeißen. Ach, das gibt's ja wohl jetzt nicht. Geht wieder nach draußen. Ah, Loki, mein Ruhe, Ruhe, der macht es schon. Und jetzt zack, über die Ringtreppe. Wahnsinn. Aber Disqualifikation ist an, also Vorsicht. Ja gut, über die Ringtreppe kann man ja mal stolpern, ich meine. Ja, das ist ja alles in Ordnung. Ich sag nur nicht, dass der Claudio sich jetzt die Treppe schnappt und dem Marc eine reinhaut, weil er die Schnauze voll hat. Ja, wieso Claudio? Ich meine, Loki kann ja auch von hinten rankommen, also von daher. Ja, natürlich, klar. Hey, 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 hey! Frech von Mark Briscoe. Unglaublich, ja, der ist ganz schön frech, was der hier mit Claudio anstellt. Rennt aber auch gleich weg, also da hat er noch ein bisschen Respekt. So, und jetzt ja? Claudio, drauf, drauf! Nicht der Tag, nicht der Tag! Lock up hier. Sehr gut, Claudio gewinnt's. Und jetzt am besten den European Uppercut und dann ist hier Ende Gelände. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Big Boot auch gut. Nein. Oh oh, oh oh, oh oh. Scheiße, Reverse Death Valley Driver. Nein. Nein. Das Ende von Mark Briscoe. Nein, nein. Eins. Yes! Stark. Und nein, ich dachte Big Boot hinterher. Nein. Aus Knee Drop. Jetzt Attack. Jetzt ist Ende im Gelände. Oh, jetzt hat... Hä? Mach doch den Tag, verscheuchte Loki dort. Loki, hallo. Das war's, Claudio. Nein. Nicht mit Claudio, Olli. Nicht mit dem Schweizer Phänomen. Im Schweizer Land fuckt. Ja. Obwohl ich gar nicht weiß, ob ich mich da wirklich drüber freuen soll, weil Loki war vorhin so lange im Ring. Ja, aber Claudio würde dann immer noch im Falle einer Niederlage unbesiegt bleiben. Nicht wirklich. Ja, im entferntesten Sinne würde er es bleiben, aber trotz allem. Ja, jetzt schauen wir mal. Der holt sich den Titel hier noch. Ich halte weiterhin daran fest. Komm, Loki. Der hat ja schon die ganzen Hammer-Moves gezeigt. Ich meine, einmal Key Crusher, einmal Warriors Way in der Ringecke. Genau, holt den Mark rein. Der hat vorhin so hart kassiert. Komm, 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 komm. Ja! Jetzt wieder schöne Double-Team-Aktion. Boah, Spear und Clothesline gleichzeitig. Sowas haut ein Loki natürlich um. Und das ist ja auch clever, auf die Beine gehen. Nur wenn da zweimal geschätzte 100 Kilo auf dich zurennt, das sind 200 Kilo. Einmal gegen das Knie, einmal gegen, was heißt einmal gegen das Knie, einmal gegen die Hüfte, einmal gegen den Schädel. Mhm. Schon ordentlich. Also ich wollte da nicht in dem Sandwich drin hocken. Oh, ich dachte, das war eine richtig geile Tech-Team-Aktion mit Claudio. Oder auch einfach eine Roller. One, two. Was? Wie lang wartet er denn? Und Claudio bricht's auf. Gott, ich wollte auch gerade sagen, ey, es war locker 3, gell? Und er macht gar nichts, der Ref. Eins, zwei, ja, 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 ein Krampf im Arm. Na komm, scheiße, das ist Claudio. Oh, ist das krass. Boah, was eine Farce, ey. Ist das krass, Mann. Darf doch nicht wahr sein, jetzt ist doch wieder Jay drin. Ist das zu fassen, ey. So, jetzt sind wir wieder eigentlich auf dem Nullpunkt angekommen. Ja, quasi. Es hat sich wieder alles neutralisiert im Ring. Oh, oh, Loki, 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 Crossbody, hübsch. Man covert doch einfach. Jawohl, Northern Light Suplex mit Cover, komm, one. Was? Nein. Ich dachte im Northern Lights, komm schon. Absolute Frechheit. Komm, aber der Jay ist doch im Arsch. Jawohl, Claudio, kümmere dich um ihn. Claudio räumt auf. Was? Shoulder-Block, aber jetzt hat Loki Hard-Hitting. Stehen sich beide im Weg, ey. Das könnte die entscheidende Sekunde gewesen sein. Jawohl, noch weiter. Komm, 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 komm. Nur nicht locker lassen jetzt. Jawohl, zieh ihn rein und cover ihn. Das ist doch gut. Komm, komm, komm. Footstomp? Nein. Boah, was? Kompletter No-Sell. So, Claudio von hinten jetzt. Absoluter No-Sell, ja. Jetzt werden sie einfach alle ausgezählt. Wobei das natürlich schlecht wäre. Ja, der Ref fickt an. Ah doch, jetzt hat er angezählt. Jetzt schicken raus. Ja, da rangeln sie noch im Ring jetzt drüben. Nee, rangeln, ja. So, bitte. Und? Ah, nochmal ein schöner Kick.
Mein Gott, cover den jetzt einfach. Oh oh, da kommt doch nochmal Mark rein. Ja. Ja. Aber Jay ist schon richtig angeschlagen. Ja, und Mark ist definitiv noch fitter als Jay. Eieieiei. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du eigentlich langsam ins Finish gehen hier. Ja, absolut. Also ich dachte jetzt eigentlich schon, ja, dass es jetzt eventuell Jay um Jay geschehen ist. Jetzt nochmal Tag zu Claudio. Claudio jetzt im Crossbody. Holy shit. Ich dachte, er zeigt jetzt schon seinen Flying Uppercut. Also. Oh, das wäre natürlich auch nice gewesen. Und derzeit muss Mark reagieren. Und agieren vor allem. Ah, was? Er wechselt zu dem K.O. Jay. Clever. Them nee. Boys wissen halt, was sie machen müssen. Oh, nice. Schöner Belly-to-Belly und jetzt Cover, ganz klar. One. Was? Ist denn das? Das kann so nichts werden. Das kann so nichts werden. Die sind ja mal absolut mächtig. Es sind die Brist-Attack. Schöne Aktion. Das darf doch nicht wahr sein. So, Mark, was macht er jetzt? Spielt hier ein bisschen mit dem Arm von Claudio. Schickt ihn in die Ecke. Nochmal der Tag, oder was? Nein! Reverse. Jetzt hat Claudio keinen Bock mehr. Oha, was hat er vor? Was hat er vor? Jetzt nein! Overhead Neckbreaker! Alter! Das muss das gewesen sein. Aber nee. Oh! Drop gegen den Ref, aber der Ref knows held. Aber schön zwischen die Augen den Drop hier. Also Respekt, lieber Ref, dass wir hier gleich wieder aufstehen, ey. Ja. Weil wenn ich bedenke, damals bei Here Comes the Pain, da lagen die da 2 Minuten. Wenn nicht sogar länger. Da war es sogar noch realistisch, weil bei der WWE bekanntlich, wenn die mal einen Finger ins Auge kriegen, sind die 5 Minuten lang bewusstlos. Ja, und müssen dann erst sogar nochmal reanimiert werden. Genau, und hier no-sellen sie. Boah, nette Idee hier noch, den Dropkick zu machen. Ah, kriegt trotzdem noch einen Neckbreaker hinterher. Mann, Loki, komm schon. Jawohl, komm, Titel. 1, 2, 3. Fuck off. Nice. Es ist ein Titelwechsel. Fuck off. Ja, wie nice ist das denn? Ich schreit nach einem Rückmatch. Glaubt ja nicht. Unglaublich. Sie holen den Titel, Leute. Die Briscoe Brothers sind geschlagen und wir haben neue ROH Tag Team Champions. Das ist ausgerechnet das Team, das sich in den letzten Wochen willkürlich zusammengetan hat, nachdem sie auf ihre jeweiligen Tag Team Partner keinen Bock mehr hatten. Das ist unglaublich. Claudio, zweifacher Tag Team Champion, weiterhin ungeschlagen. Ja, unglaublich. Er ist jetzt doppelter Tag Team Champion und natürlich weiterhin ungeschlagen. Ist das zu fassen? Schau dir diese Bilder an. Und damit auch der erste Titelwechsel hier bei Game Over. Ja, ich hätte es nicht gedacht. Boah, Mann, ey. Unglaublich. Da baut er sich auf wie ein Gorilla hier, ja. Landvogt. Der Claudio, schier unschlagbar, egal was er tut. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ein weiterer Tippspielpunkt geht an mich. Auf als Maul. Und wir sehen uns im nächsten Match wieder.